Das Finanzamt Mönchengladbach hat sich überlegt, hey, ich erkenne die Restschuldbefreiung aus Irland nicht an. Daraufhin das Finanzgericht Düsseldorf, aber hallo, das hast du. Erfahren Sie jetzt, was dahinter steckt. Herzlich willkommen bei der Kanzlei Rieger und Partner. Ich bin Cornelius Rieger und zu meiner Linken heute Rechtsanwalt André Thalmann und Steuerberater. Das darf man nicht vergessen. Du bist ja auch noch Steuerberater, ne? Ja, danke schön. Und natürlich heute mit dabei wieder, wir haben ihn rausgelassen, den Christoph. Hallo. Auch Rechtsanwalt, Jurist und bei uns natürlich dauerhaft sitzend. Ja. Das ist schön. Hey, wir reden heute über das wahnsinnige Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf, die dem Finanzamt Mönchengladbach mal ganz kurz gezeigt haben, wo der Hammer in der Europäischen Union hängt. Ja. Ja? Das war der 10. Senat am 23.02.2024. Eigentlich müsste ich das gar nicht mehr ablesen, aber es liegt so schön dort. Ja? Es ist ein Bilderbuchurteil, möchte man mal sagen. Ja? Aber ich denke, wir fangen vorne an. War ein zwei gemeinsame Mandanten von uns, die sind irgendwann mal bei mir aufgeschlagen, nachdem du gesagt hast, such dir mal ein paar Experten, die das können. Genau. Dann waren sie bei mir und von mir sind sie wieder zu dir. Aber beginnen wir vorne. Ja, zwei Mandanten, die eigentlich unverschuldet durch Fehler auch des Steuerberaters in der Betriebsprüfung gekommen sind und dann sich dann auf einmal Forderungen entgegengesehen haben vom Finanzamt in sechsstelliger Höhe. Ne? Und ja. Das ist natürlich, hängt natürlich an der wirtschaftlichen Existenz dann alles. Wir haben sind gegen diese Betriebsprüfung vorgegangen. Der Rechtsstreit dauerte Jahre und war immer noch nicht abgeschlossen. Und irgendwann haben die Mandanten gesagt, geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, es geht psychisch nicht mehr, es geht auch wirtschaftlich nicht mehr. Und wir müssen da das beenden über eine Insolvenz. Damals gab es in Deutschland noch die 6 Jahre, die man warten muss, bis man dann eine Restschuldbefreiung, wenn man sie beantragt, dann auch erhält in Deutschland. Und dann kam der Gedanke, ja, können wir das nicht im Ausland machen, können wir das nicht im EU-Ausland machen? Da habe ich dann gesagt, ich bin raus, ich bin da kein Experte fürs ausländische Insolvenzrecht, sondern ich bin der, sagen wir mal, der Steuerfuzzi. Und hab dann gesagt, sucht euch einen Experten, dann sind sie zu dir gegangen, haben das Verfahren ordnungsgemäß durchlaufen, auch immer sehr penibel darauf geachtet, dann auch eure Hinweise zu beachten, sind dann extra nach Irland gezogen und so weiter, wirst du sicherlich noch was zu sagen, kamen dann pünktlich einem Jahr dann mit der Restschuldbefreiung, die dann per E-Mail kam. Ja. Das ist ja immer das Schönste. Aber nur das Finanzamt, das wollte nicht mitmachen und hat gesagt, nö, die Restschuldbefreiung, die aus Irland, die erkennen wir nicht an und haben diese Forderung halt weiterhin geltend gemacht. Wir sind dann ins Klageverfahren gegangen, in mehreren Verfahren, aber wir reden jetzt über das eine Verfahren, wo das Finanzgericht ein Exempel statuiert hat, das kann man so sagen. Ja, und hat dann aufgezeigt, dass die Restschuldbefreiung in Irland ordnungsgemäß ergangen ist, in Deutschland anzuerkennen ist und dass die Forderungen erloschen sind. Ja, das Finanzamt Mönchengladbach hat sich einen Bärendienst mit diesem eigentlich erwiesen. Ja, man hat gedacht, man ist schlau und so ein bisschen Herr Lehrer, ich weiß was, wollte wahrscheinlich, weil man in Mönchengladbach noch von der Champions League träumt, mal auf das ganz hohe Niveau und ist dann in der Kreisklasse gelandet mit und hat, das war ein Satz mit X. Und ist das Urteil ein Lehrstück. Ja, man könnte das eigentlich jedem Erstsemester auch mal zeigen, dem man was von Verfassungsrecht und EU-Recht erklärt, von den Grundzügen. Weil im Detail es dann ja wirklich darauf ankam, wie funktioniert die Europäische Union, wie funktionieren die Rechtsordnungen, wie verhalten die sich zueinander. Und dann auch, natürlich muss man gucken, was passiert inhaltlich? Ja, wie läuft ein irisches Insolvenzverfahren ab?
aus welchen Gründen kann es eventuell auch unwirksam sein oder annulliert werden. Ja, nur gab es in dem Fall hier diese Gründe einfach nicht. Faktisch, weil man eben sich ordnungsgemäß seitens der Mandantschaft an alle Vorgaben gehalten hat, die das irische Recht vorsieht. Und es dann natürlich auch einfach keinen Angriffs- und Anknüpfungspunkt gab, jetzt Tatsachen geltend zu machen, die dafür gesprochen hätten, dass dort irgendetwas unrechtmäßig passiert ist. Ja, und dann hat das Finanzamt eben gesagt, okay, wir bringen es zu Gericht und ist damit richtig auf die Nase gefallen. Ja, weil da sind ja auch deutliche Worte gefallen in dem Verfahren selbst, in der mündlichen Verhandlung. Ja. Ja, das Finanzgericht Düsseldorf hat vollständig die Argumentation von Mönchengladbach pulverisiert. Ja, das Bemerkenswerte an dem Urteil ist, dass das Gericht tatsächlich dezidiert die Voraussetzungen des Insolvenzverfahrens in Irland durchgeht, hat da auch sehr gut recherchiert, hat alles dargestellt und kommt dann zum Schluss, und darauf kommt es ja letztendlich an, ist das mit dem Insolvenzverfahren in Deutschland vergleichbar? Oder gibt es wesentliche Punkte, die dagegen sprechen, es in Deutschland anzuerkennen? Und das hat das Gericht, sagen wir mal, mit einem Satz dann unterschrieben, hat gesagt, das Gericht erkennt nicht, nachdem es die gesamten Voraussetzungen des Insolvenzverfahrens in Irland durchgegangen ist, erkennt nicht, warum dieses Verfahren nicht anzuerkennen sei, weil es nämlich die gleichen Voraussetzungen erfüllt oder ähnliche Voraussetzungen wie in Deutschland. Und das ist halt das Bemerkenswerte, dass sich das Gericht da wirklich sehr viel Aufwand betrieben hat und sehr viel Zeit genommen hat, das alles so schön darzulegen. Insofern ist das für uns Fachleute ein sehr schönes Urteil auch zu lesen. Und es gibt auf jeden Fall den Leuten, die diesen Weg gehen möchten, eine sehr große Rechtssicherheit. Unseren Mandanten vor allem Dingen, weil man natürlich jetzt, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe ja jetzt über Jahre gehofft, dass nach 2017 endlich mal irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, okay, ich nehme Geld in die Hand und ich challenge das Ganze und ich prozessiere hier mal und hau das durch. Ja, wir hatten ja in den Jahren vor 2017, wo wir noch nicht die europäische Insolvenzverordnung hatten, hatten wir ja immer wieder die Gerichte, die unterschiedlichster Natur und auch mit unterschiedlichsten Argumentationen da teilweise entweder stattgegeben oder abgelehnt haben. Das war immer so eine Waage dazwischen. 2017 kam die europäische Insolvenzverordnung, da war es klar. Ja, da hatten wir dann auch nicht mehr die Schwierigkeiten mit der Anerkennung. Ich habe mir immer insgeheim gehofft, es muss doch irgendwann mal jemand geben, der um die Ecke geschossen kommt und sagt, komm, das möchte ich einmal überprüft bekommen. Das hatten wir jetzt. Das Finanzamt Mönchengladbach wollte brillieren, hat nicht brilliert. Ich muss auch dazu sagen, es ist wahnsinnig unsauber argumentiert worden. Also inhaltlich finde ich es wirklich erstaunlich, wie man dort die Argumentationslinie aufgezogen hat, insbesondere, also sie waren nicht in Irland. Ja, wir müssen einfach mal in Artikel 3 der Europäischen Insolvenzverordnung reinschauen. Ja, Mensch, das musst du belegen. Aber ungeachtet der Tatsache, das musst du nicht in Deutschland belegen, sondern das müsstest du dann in Irland belegen. Denn Herr des Verfahrens ist nicht Deutschland, ein deutsches Gericht, sondern ist im Umkehrschluss ein irisches Gericht. Ja? Und dann in Deutschland vor das Finanzgericht zu ziehen, das ist schon erstaunlich. Ja, ich glaube, das Finanzamt, und man muss ja dazu wissen, das ist ja in diesem Fall auch nicht nur das Finanzamt gewesen, sondern auch die dahinterstehende Oberfinanzdirektion, die natürlich dem Finanzamt da auch keinen Spielraum lässt, sondern die wollten tatsächlich, so hat sich das auch rausgestellt nachher, auch in der mündlichen Verhandlung ist das so ein bisschen zwischen den Zeilen auch vom Finanzamt zugegeben worden, die wollten einfach schauen, gibt es da irgendwelche Lücken, die wir ausnutzen können, dass wir das europäische Insolvenzrecht, so wie es seit einigen Jahren besteht, können wir da irgendwo reingreifen. Und das haben sie versucht. Es ist leider in die andere Richtung gegangen, leider fürs Finanzamt in die andere Richtung gegangen und glücklicherweise für uns genau die richtige. Jetzt haben wir das Urteil. Das Finanzamt hat insbesondere, wie gesagt, das Verfahren ja an sich angegriffen. Da hat das Finanzgericht gar nicht viel gesagt. Die haben nur gesagt, so sieht's aus, so sieht das irische Insolvenzverfahren aus. Das ist okay. Und dann haben sie ja noch einige Punkte aufgezählt, dass zum Beispiel der betreffende Mandant hier in unserem Fall
angeblich nicht angegeben hätte, dass er noch irgendwo Anteile hätte. Dann hat er noch gesagt, dann haben sie noch gesagt, und außerdem habt ihr die Höhe der Forderungen als zu hoch angegeben. Das war in der Tat auch noch sehr amüsant für den Vorsitzenden, der da auch gesagt hat, aber zu hoch geht doch gar nicht. Man gibt doch lieber zu hoch an als zu niedrig. Ja, vor allen Dingen, weil man ja anhand das wissen wir ja auch alle, anhand dieser komplizierten Steuervorschrift mit den ganzen Nebenforderungen, mit Säumniszuschlägen, mit Zinsen und so weiter, weiß man ja die konkrete Höhe meistens gar nicht. Ne? Nein, und dann vor allem zum Zeitpunkt des Verfahrens nicht. Ja. Das ist ja das, was wir bei allen Verfahren tatsächlich machen, ob jetzt Spanien, Lettland oder Irland. Ja, ich schlage in der Regel immer noch mal 45% obendrauf. Weil ich einfach sage, pass auf, ich kann es nicht kalkulieren, ich will es nicht kalkulieren, so 45% on top, da sind wir auf der Safety-Seite, da haben wir keinen Stress. Und dann ist ja natürlich immer noch mal das Problem, hat der Mandant alle Unterlagen übermittelt? Ja, das ist dann ganz oft ein Thema, ne, dass je nach Status ja auch, weil da gibt es natürlich unterschiedliche Mandanten, manche ertrinken, kommen dann so ein bisschen in diese Burnout-Phasen, ja. Die finden nicht mehr alles, ja, da werden die Briefe nicht mehr geöffnet, ja. Wenn es dann einmal die Briefe die Farbe wechseln von weiß zu gelb, da hat der Mandant keine Lust mehr drauf. Das ist auch menschlich total verständlich, ja, weil man fühlt sich hilflos, ja, und gerade gegenüber dem Finanzamt, das ist richtig. Natürlich könnte man, ja, man kann ja anfragen, ne, man kann ja das Steuerkonto einsehen, kann ja der Steuerberater auch ohne weiteres machen, kann sagen, okay, das ist es. Jetzt ist die Frage, muss er das oder nach dem irischen Recht, man muss den Gläubiger angeben, man muss eine Forderungshöhe angeben, die man dort für gegeben hält. Ja, und es ist natürlich absurd zu sagen, das sei zu hoch. Ja, welcher Schaden entsteht in dem Finanzamt? Ja, es betrifft ja jetzt auch keine zukünftigen Forderungen, dass man sagt, bis zum Lebensende, ja, ich gebe mal 10 Millionen an, egal was ich verdiene und damit alles weg, ist alles weg, sondern nein, es geht bis zu dem Zeitpunkt des Insolvenzverfahrens, ja, mit dem Discharge. Die Forderungen sind erfasst, mehr nicht. Ja, das ist Finanzamt hat ja auch keinen wirklichen Nachteil. Das sind so ein bisschen ein paar Nebelkerzen, wo man sagt, es wurde sich ja auch berufen so ein bisschen auf, es gab ja andere Rechtsprechung auch vom Bundesfinanzhof, wo es eben Anhaltspunkte auch mal gegeben hat bei anderen Fällen, ja, wo man gesagt hat, da sind Sachen nicht richtig gelaufen. Das war aber keine grundsätzliche Frage des irischen Insolvenzverfahrens, sondern eine Frage, dass auf tatsächlicher Ebene auch nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates die Insolvenz aufzuheben war, zu annullieren war. Ja, und das ist ein grundsätzlich dogmatischer Unterschied juristisch. Also du sprichst gerade die BFH-Entscheidung an, da ging es ja um den Steuerberater, der in England seinerzeit die Insolvenz durchlaufen hat. Problem in diesem gesamten Fall, er war nicht beraten, schon zweimal nicht durch uns. Ja. Ja, deswegen ist das Ding auch in die Hose gegangen, weil da muss man... Man spielt in diesem ganzen Ding einfach den Ball in drei Rechtsordnungen. Ja, man hat die Rechtsordnung in Deutschland, man hat die Rechtsordnung seinerzeit in England und man hat die europäische Rechtsordnung. Und diese drei muss man unter einen Hut bekommen und dann muss man das Verfahren so aufbauen, dass man von vornherein weiß, was kommt am Ende bei raus und was soll rauskommen. Und dann kann ich das ja vorbereiten. Ich bin ja ein Freund davon, dass man nicht blind in ein Verfahren reingeht, sondern dass man die Verfahren strukturiert, dass man sich vorher das Resultat überlegt und dann, bevor ich tatsächlich in ein solches Verfahren reingehe, gestärkt mit den Unterlagen bewaffnet und die Voraussetzungen dafür geschaffen habe. Genau, also es ist ja im Prinzip eine Spiegelseite der Freizügigkeit, zu sagen, ich habe eine Rechtsformwahl damit auch. Ja, ich kann mir aussuchen, welcher Jurisdiktion ich mich unterwerfe und das ist dann eben dort, wo mein Komi ist, ja, also mein tatsächlicher und wirtschaftlicher Verwaltungssitz, ja, wo ich als Person mich niederlasse. Das ist eben die Konsequenz daraus, ja. Den muss ich nachweisen, arbeite ich dort sauber, kann ich mir das auch aussuchen. Und ich kann es mir auch für eine Insolvenz aussuchen, ohne dass da irgendwas anrüchig ist oder dass irgendeine Flucht ist oder irgendwas, was ja die Finanzämter, ja, die verstehen das nicht, ja, das ist ja gleich, ne, der Beamte, der dort sitzt, wenn es ein Beamter ist, ja, der dann sagt, oh Mensch, das kann ja nicht sein, dass der jetzt einfach flüchtet und das schneller los wird, ja. Mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich auch inhaltlich total kontrafaktisch ist, weil
Ob er die Forderung nur nach einem Jahr los wird oder nach 3 Jahren, das Finanzamt wird in der Regel nicht zu mehr Masse kommen. Und im Gegenteil, das Finanzamt kommt schneller zu Masse, wenn man sagt, dann soll er doch wiederkommen, soll arbeiten, soll seine Steuern zahlen, ja, und gut ist. Aber wie gesagt, da hat man einfach versucht, eine Lücke zu finden. Die hat man nicht gefunden. Das ist relativ kläglich gescheitert und man ist wirklich nochmal auf die Schulbank zurückverwiesen worden und wurde Schritt für Schritt gesagt, wie es denn laufen muss. Und ja, da haben, sag ich mal, alle Beteiligten sehr gute Arbeit geleistet, das aufzuarbeiten, dass es eben gar keinen Anhaltspunkt gab, ja. Vielleicht nochmal schnell zum BFH-Urteil, zu dem guten Steuerberater, der das seinerzeit gemacht hat. Der hat inhaltlich schon allein den Fehler gemacht gehabt. Er hat sich einfach nur so eine Mailbox, also einfach einen Briefkasten in England besorgt. Ja, da war nicht wirklich Miete dahinter. Er hat keine 3 bis 5 Buchungen auf seinem Bankkonto gehabt. Er hatte eigentlich noch nicht mal Sozialversicherungsnummern und vor allen Dingen, er hatte keine Arbeit in dem Land. Er hat ja weiter in der Bundesrepublik Deutschland seine Tätigkeit vollführt. Da kann man doch nicht davon ausgehen, dass ein Lebensmittelpunkt woanders begründet worden ist. Also entweder, wenn ich sowas mache, dann mache ich es richtig, dann fülle ich das Ganze auch. Also das heißt, nicht immer High-Level denken, sondern dann geht man auch tatsächlich mal in die Tiefe und überprüft es dann auch mal in der Tiefe und füllt das Ganze mit Leben. Und das ist genau das auch, was das Finanzgericht Düsseldorf dann in der Entscheidung wiedergibt und sagt, pass auf, wenn da Füllung drin ist und wenn das alles ordentlich gelaufen ist, ja, selbstverständlich gilt das Urteil. Deswegen ist das Urteil auch so spannend und so wichtig, weil, wie du gerade gesagt hast, man hat jetzt auch so eine Art Leitfaden. Also man weiß jetzt, so wie wir es gemacht haben oder wie du es gemacht hast, war es richtig und es ist bestätigt worden. Und es wird auch nochmal schön dezidiert auch aufgelistet. Und es ist auch insofern schön, weil wir ja bisher eben dieses Urteil des BFH hatten, noch ein anderes Urteil des BFH, wo es auch nicht richtig durchgeführt worden ist. Und natürlich das Finanzamt das gerne nimmt, um dann quasi das als angebliches Urteil dafür zu nehmen, dass es nicht anzuerkennen ist. Richtig. Ne? So grundsätzlich nicht anzuerkennen. Insofern ist es schön, dass wir jetzt dieses Urteil haben, dass man dagegen legen kann. Das ist, und vor allen Dingen, weil es juristisch so sauber ist. Und ich glaube, das war auch das Anliegen des Gerichts, das zu veröffentlichen. Es ist juristisch sauber, ja. Es wird veröffentlicht, es ist in den Datenbanken der NRW-Justiz, es ist in den Datenbanken der juristischen Verlage, es wird in den Zeitschriften erscheinen, es werden Aufsätze und man kann das immer der Finanzbehörde vorlegen. Ne? Ja. Ich denke auch, dass wir hatten ja eigentlich keine Probleme mehr mit Anerkennungen von Restschuldbefreiungen seit 2017. Die gab es einfach schlicht nicht mehr. Mein kleiner Hoffnungsschimmer war ja, dass wir das einmal ausdiskutieren dürfen. Das haben wir jetzt endlich und jetzt sieht man einfach, wenn das Ding sauber vorbereitet ist und wenn es dann ordentlich gut durchläuft, dann ist auch die Anerkennung in Deutschland überhaupt gar kein Problem. Ob jetzt aus Irland, aus Spanien, aus Lettland, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Am Ende ist es genau das Gleiche. Und der Vorsitzende hat hier europäisch gedacht. Das ist eine Pro-Entscheidung von Europa. Ich meine, das BFH-Urteil seinerzeit, das war natürlich, der Herr hat es nicht sauber gemacht. Aber der BFH hat nie gesagt, nee, Europäische Union, das funktioniert nicht. Das haben die nie gesagt. Sie haben eine Einzelfallentscheidung gemacht. Und was natürlich, wo du das richtig gesagt hast, da macht das Finanzamt gern mal so eine Grundsatzentscheidung draus. Was sie allerdings gar nicht ist. Naja, ich sag mal, das ist so ein bisschen dieser juristische Taschenspielertrick, ja. Man sucht irgendwas zu dem Themengebiet, ja, wo was abgelehnt worden ist oder befürwortet ist von einem Gericht und nutzt das für die Argumentation, ja. Das, so nach dem Motto, der gegnerische Anwalt oder das Gericht wird das schon nicht so genau lesen, ja, wird sich jetzt nicht die Mühe machen und guckt in Back Online rein oder Juris zieht sich das raus, liest sich das durch, was ist denn eigentlich passiert? Und da sind wir wieder bei der juristischen Standardantwort, ja, es kommt drauf an, was ist passiert, ne? Die Details zählen, ja, arbeite ich in der Sache sauber, kann ich subsumieren, wird auch das Gericht subsumieren und dann kann es auch gar keinen Anhaltspunkt geben, weil wir nochmal, wir haben die ganzen so lange Entscheidungen, wir haben den Ordre Public, ja, und in dem Moment kann ich und muss ich als Gericht und als Behörde natürlich auch die Entscheidungen der anderen Mitgliedstaaten der EU anerkennen. Ja? Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Also, dass es überhaupt so eines Urteils noch bedarf, ist erstmal verwunderlich, weil ich sage, es ergibt sich eigentlich aus der Natur der Sache.
Aber klar, man hat die Grenzen ausgetestet und ist in die Schranken verwiesen worden. Und offenbar hat es gebraucht. Uns hilft es natürlich, weil wir jetzt auch das sagen können, wir haben es schwarz auf weiß. Ja, ja, im Grunde genommen ist das ja das Grundsatzurteil, weil es nochmal darlegt, wie europäisches Recht zu sehen ist, europäisches Insolvenzrecht. Das wird nochmal richtig dezidiert. Das Gericht hat sich da sehr viel Mühe gegeben, das darzulegen, obwohl, wie du sagst, vielleicht gar keine Frage da war, ist die richtige Antwort hier vom Gericht gegeben worden. Insofern sehr guter Meilenstein. Es war ja auch so, dass ja noch dieser eine Punkt mit dem, das ist ja in Irland, wirst du sicherlich auch noch was zu sagen können, ist ja immer die Problematik, dass es nicht dem Finanzamt mitgeteilt wird. Das Finanzamt hat ja dann gesagt, ja, wir sind ja gar nicht informiert worden. Was im Übrigen eigentlich nicht stimmt, weil wir haben sie informiert. Ja. Aber richtig ist wohl, das kann ich auch jetzt nicht nachvollziehen, es ist auch nicht mehr thematisiert worden, ob das Insolvenzgericht selbst oder der Insolvenzverwalter selbst das Finanzamt informiert hat, muss aber auch gar nicht. Muss nicht, nein, muss nicht. Das ist ja, also erstens kommen wir mal dazu, die Insolvenz, wenn eine Insolvenzerklärung stattfindet, das ist auch europaweit geregelt mittlerweile. Es gibt Insolvenzportale, da ist das entsprechend einzutragen und dann ist das für jeden, den es interessiert, abrufbar und nachvollziehbar. Das zum Ersten. Zusätzlich wird es dann noch in dem jeweiligen Länderportal eingetragen und im speziellen Fall Irland gibt es sogar noch ein Amtsblatt, wo das auch noch eingetragen wird. So, dann haben wir aber noch die Besonderheit in Irland und die Iren nehmen das europäische Recht auch sehr, sehr ernst. Ja, da haben wir Artikel 53. Daraus ergibt sich für ein Privatinsolvenzverfahren, wenn ich keine Masse habe, also wenn da keine Kohle am Ende des Tages bei rumkommt, dann brauchen wir hier auch niemand anschreiben. Das macht auch absolut Sinn. Ja, man muss sich einfach mal überlegen, sowas kostet ja Geld, so ein Insolvenzverfahren. Ja, in Irland ist das jetzt nicht der klassische Insolvenzverwalter wie in Deutschland, der dafür jede Menge Kohle kassiert und schaut, dass er erstmal seine Forderungen aus der Masse befriedigt, sondern da sind Beamten, die da sitzen und die haben natürlich ein ganz anderes Interesse daran, um dieses Verfahren zu Ende zu bringen. Und denen geht es natürlich darum, hey, lass uns kostenschonend hier arbeiten und vor allen Dingen lass uns danach schauen, dass der so schnell wie möglich wieder raus ist und wieder Geld verdienen kann. Ja, das ist ja noch das viel Wichtigere. Und dann kann auch, selbstverständlich, wenn keine Kohle da ist, es unterbleiben, dass der Gläubiger darüber informiert wird, dass ein Insolvenzverfahren am Laufen ist. Das hat aber nicht zur Folge, und das hat das Gericht hier auch exzellent herausgearbeitet, dass deswegen das Verfahren in irgendeiner Weise nichtig wäre oder der Gläubiger in seinen Rechten beschränkt worden ist. Weil das wird er ja nicht. Nein, also und ich sag mal, wir reden ja auch davon immer dann von Waffengleichheit. Ja, das Finanzamt kann auch öffentlich zustellen. Das machen die auch regelmäßig. Ja, und da muss hat der Schuldner ganz oft sogar sehr viel größere Schwierigkeiten, überhaupt an die Informationen zu gelangen, weil es dafür kein Portal gibt, in dem ich das allgemein einsehen kann. Ja, also das ist eine absurde Argumentation. Ja, und wie gesagt, wenn mich das als Gläubiger interessiert, habe ich die Möglichkeit, die Portale zu durchsuchen und dann sehe ich das. Ich weiß auch nicht, was das dem Finanzamt für einen Vorteil gebracht hätte, jetzt darüber Kenntnis zu haben, weil im Kern, es ist öffentlich, es hat keine... Ich glaube, da hat das Gericht auch nochmal dazu sehr dezidiert. Dezidiert und das war auch wichtig, glaube ich, weil diese Frage ja sich erst eben seit der Gesetzesänderung dann auch stellt und die wurde jetzt beantwortet. Ne? Ja, das ist also... Ich gehe immer mal davon aus... Die wollten ein Exempel statuieren. Sie haben ein Exempel statuiert, aber eines für Europa, eines für ein Verfahren im europäischen Ausland und nicht eines für sich selbst. Genau. Was man sagen muss, es gibt Rechtssicherheit, aber die Rechtssicherheit bekomme ich nur, wenn ich das Verfahren eben wirklich ordentlich durchführe mit Experten, die sich damit auskennen und nicht der Meinung bin, ich klatsche mal irgendwo ein Briefkastenschild dran und das wird schon gut gehen. Das geht in die Hose, das wird auch weiterhin in die Hose gehen, aber ich muss die Hausaufgaben machen und dann habe ich gute Karten und kann dann auch das eben umsetzen. Ne? Du hast ja dann auch alle Maßnahmen getroffen, dass die Mandanten auch nochmal eine weitere Rechtssicherheit bekommen durch diesen Bescheid, den man anfordern kann. Genau. Ja, genau. Es war halt so, tatsächlich diese europäische Komponente wurde tatsächlich in der mündlichen Verhandlung auch nochmal hervorgehoben vom Gericht,
dass da ganz suffisant gesagt wurde, sinngemäß, also Herr Theimann, wenn wir Ihre Klage hier nicht zulassen, dann können wir den europäischen Laden auch dicht machen. Ne? Also war sicherlich ein bisschen flapsig, auch daher gesagt, kam aber sehr ernst drüber. Und also die Verhandlungsleitung auch des Vorsitzenden war da auch sehr ansprechend auch. Ne? Und er ist auch auf jeden Punkt eingegangen. Das war wirklich sehr gut. Was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch wichtig. Dieses Urteil hat jetzt erstmal nur klargestellt, dass es anzuerkennen ist. Aber es lagen ja noch Steuerforderungen im Raum, die nach unserer Auffassung erloschen wurden. Das Gericht hat nochmal herausgestellt, die Forderungen sind nicht nur nicht durchsetzbar, sondern in Irland sind sie erloschen. Richtig. Das heißt, nach der Restschuldbefreiung in Irland sind die erloschen, die existieren einfach nicht mehr. Und diese Forderung, das musste man natürlich dann irgendwo noch umsetzen, indem ich dann das Finanzamt angeschrieben habe und gesagt habe, jetzt erteilt mir mal, so macht man das im Steuerrecht, einen Abrechnungsbescheid. Der wäre dann bei uns null gewesen. Also wie viel Steuerforderung hat denn das Finanzamt noch gegenüber dem Mandanten? So, und die müssen die erteilen. Und wenn der falsch ist, kann man dann dagegen dann Rechtsbehelf und Rechtsmittel einlegen und Klage. Und da hat das Finanzamt dann sich das einfach gemacht und dann einfach lapidar geschrieben, ja, wir haben alle Steuerforderungen erlassen. Also Steuerforderungen, die gar nicht mehr existieren. Dogmatisch falsch, ja. Also ist keine gute, die haben keine gute Auswahl offenbar auch von Juristen. Dort kann man suffisant sagen, weil es eigentlich falsch ist. Aber gut, man denkt in anderen Kategorien, ja. Man durchdringt das vielleicht auch gar nicht. Aber es ist natürlich wirklich entscheidend und auch entscheidend, dass da nicht noch irgendwo was steht, wo der Mandant Angst haben muss, ne? Weil das ist ja dann bei manchen Mandanten, dass die einfach befürchten, ja gut, was passiert dann, ja? Wird es anerkannt? Komme ich damit durch? Ja, natürlich, ja. Gerade bei Steuerforderungen, ne? Steuerforderungen, Finanzamt wird man immer mit zu tun haben. Von der Wiege bis zur Bahre. Ja, das erste Schreiben, was mein Sohn bekommen hat, als er geboren wurde, war die Steuer-ID-Nummer. Ne? Das allererste Schreiben. Kriegst du nicht mal deine Sozialversicherungsnummer so schnell? So, ja, genau. Also 2 Tage nach der Geburt war das da. Das heißt, das Finanzamt wird man immer als Gläubiger oder als Schuldner vielleicht dann haben, wenn man Erstattungsansprüche hat. Und deswegen ist ja bei den vielen Mandanten immer so die Furcht, was passiert denn nach der Restschuldbefreiung? Bin ich vom Finanzamt dann befreit? Und deswegen ist diese Rechtssicherheit gut gewesen, dass man sagt, man hat es jetzt schwarz auf weiß mit einem Bescheid, es gibt keine Forderungen mehr. Natürlich ist es auch so der Fall, aber wichtiger ist natürlich, dass man nochmal was vorweisen kann, wenn ein Finanzbeamter mal wiederkommt. Genau, weil es ist am Ende eine Behörde, ja, und da hat der Deutsche an sich schon immer großen Respekt davor, ja, das hat eine gewisse Autorität, das ist staatliche Macht und ja, anders als im Zivilrecht, wo man erstmal prozessieren muss und sich einen Titel erstreiten muss, schafft sich das Finanzamt den Titel selbst, ja, und ist da nicht selten einer Willkür, ist man da ausgesetzt, ja, weil... Einer gefühlten Willkür. Also ja, es ist schon, also man kann viel als Willkür bezeichnen, ja. Ich würde jetzt auch bei der Oberfinanzdirektion sagen, Leute, das ist Willkür. Ihr wollt ja einfach nur was durchdrücken. Und dass ich als Mandant es als willkürlich empfinde, ist auch klar. Der Finanzdirektor ja sagt, ja komm, also mein Recht ist es auch dagegen vorzugehen. Ist es auch. Und das mal zu testen, ne? Da darf er auch mal testen. Dass der Mandant sagt, ja, hey, guck mal, also du Blödmann, jetzt kostet mich das auch noch Geld. Ja, nur weil du mal schnell was testen willst, was eigentlich schon komplett klar ist. Deswegen freut es mich ja auch für unsere 2 Mandanten so sehr, dass sie dass das jetzt hier so schön in einer solchen Klarheit dann auch gekommen ist. Ja, weil erstens Kosten erstattet und alles, was dazugehört, das ist natürlich auch sehr schön. Aber ja, diese Willkür von Behörden, ja, die man so empfindet, die ist natürlich schon in diesem Zusammenhang enorm. Ja. Aber, und das ist das Schöne dabei, der kann man entgegentreten und ich glaube auch dieses Urteil wird eines machen, es wird diese Form der Willkür nicht nochmal stattfinden lassen, weil in so einer Deutlichkeit, wie wir es jetzt hier haben, das gab es vorher nicht. Richtig.
und vor allen Dingen auch so schön dargelegt. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, wie in so einer Doktorarbeit oder Seminararbeit, schön alles aufgeschlüsselt, für den fachlichen Leser auch sehr schön gegliedert und sehr verständlich. Also das ist, hat der Vorsitzende bzw. das Gericht sich da wirklich sehr große Mühe gegeben. Und ich finde auf jeden Fall ein Erfolg, der sich sehen lassen kann und den wir vor allen Dingen dann auch nutzen können für die Zukunft. 10. Senat besteht beim Finanzgericht aus? Ein Senat besteht aus 5 Richtern, ja. und 3 Berufsrichter, davon ein Vorsitzender und 2 ehrenamtliche Richter. Also das ist schon ein Tribunal, vor dem man dann sitzt. Ja. Und das Finanzgericht selber ist auch, da es ja in der Finanzgerichtsbarkeit auch nur 2 Instanzen gibt, ist schon auf Ebene des Oberlandesgerichts anzusehen. Also das ist schon nicht wie beim Amtsgericht in der ersten Instanz, dass da jetzt ein Einzelrichter entscheidet, sondern die Gerichte geben sich da schon große Mühe und bearbeiten den Fall. Da sieht man ja auch, also die Recherche muss auch umfänglich gewesen sein. Es wurde alle unsere Dokumente, die du mir dann freundlicherweise ja auch über die Mandanten übersendet hast, die ich dann weitergeleitet habe, die wurden alle gelesen, die wurden alle analysiert, dann hat man noch weiter recherchiert, also er hat das alles schön aufgeführt und das können wir auf jeden Fall auch für die Zukunft nutzen, auch für Mandanten, die da vielleicht unsicher sind, gerade bei Steuerforderungen. Kommt ja nicht so selten vor, dass man sagt, ich bin jetzt unverschuldet, ja, oder durch unglückliche Umstände habe ich eine Steuerprüfung mit Riesenschätzungen und ich kann da nicht mehr gegen vorgehen. Das ist ja dann ein Riesen, kommt ja nicht so selten vor. Und da hat man jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, versuch den Weg über Irland oder über das andere EU-Ausland in die europäische Lösung zu nutzen, um dann nach einem Jahr in die Restschuldbefreiung zu gehen und dann einen Neustart zu beginnen. Das ist ja auch wichtig, dass man einfach wieder planen kann. Ich meine, was willst du Menschen 3 Jahre in der Insolvenz drin lassen? Ja, also das, ich sag mal, das hat seine historischen Gründe, warum man das so gemacht hat, ja. Aber im Kern, mein Mentor, Insolvenzverwalter, der hat früher immer gesagt, man hört auf, für die Vergangenheit zu arbeiten und arbeitet wieder für die Zukunft. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was andere Länder tatsächlich auch aus meiner Sicht besser machen als das deutsche System, zu sagen, es ist nicht sinnvoll, jetzt zu gucken, warum das alles schiefgelaufen ist oder dass du da jetzt ewig lange drin bist, sondern geh raus, geh arbeiten, nehme am Leben teil, weil das darf man ja auch nicht, das ist ja auch eine psychische Belastung für viele Mandanten, dass sie dann den Druck haben, einfach keine Handlungsfreiheit mehr zu haben, oft halt auch Unternehmer. Und wie du schon richtig sagst, manchmal ist es auch wirklich unverschuldet. Ich habe mir, natürlich ist das dann möglicherweise ein Managementfehler, falsche Berater ausgesucht, ja, oder mein Buchhalter war gerade krank. Oder ich habe umgewandelt und eine Einbringung ist schiefgelaufen. Ja, das geht ja ganz schnell. Und ehe ich da irgendwelche Haftungsansprüche durchgesetzt habe gegen ehemalige Berater, ja, da sage ich dann ganz eher, dann nimm die Insolvenz, da bist du schneller. Ja, ja. Und hast einen rechtssicheren Weg und kannst einfach einen Cut machen. Und ich denke, das ist die Chance, dass die Rechtsformwahl haben wir in der Europäischen Union. Das ist eben für den EU-Bürger ein Segen, dass er sagen kann, okay, ich wähle ein günstiges Recht, so für mich, oder man kann es ja auch für Unternehmen machen, aber das ist heute gar nicht jedes Thema, und gehe dann eben den Weg, ich muss ihn nur, und das hat das Gericht, sauber gehen, das ist die Voraussetzung, und dann habe ich auch, wird es auch anerkannt. Richtig. Ja, und das haben wir jetzt einfach mal ein für alle Mal geklärt und können immer das Urteil vorziehen und können sagen, guck mal. Vor allem bei großen Forderungen, ne? Das Finanzamt, das waren ja hier wirklich sehr große Forderungen. Das waren enorme Forderungen. Und das waren Forderungen, die geschätzt waren, also wo man ja eigentlich gar keinen Hintergrund hatte, keinen wirtschaftlichen. Ja, also da hat das Finanzamt auch mal gesagt, packen wir mal 100% drauf an Umsatz, ja, ja. Und an Umsatzsteuer. Und da ist man schnell bei solchen Beträgen, wo man dann sagt, dafür kann ich gar, ich habe das gar nicht erarbeitet. Ja, ich soll Steuern zahlen auf Umsätze oder Gewinne, die gar nicht existieren.
Ja. Ne? Und das, da war natürlich die Vorgeschichte auch so, dass bevor die Mandanten zu dir gegangen sind, dass natürlich ein sehr, sehr ein langes Verfahren mit dem Finanzamt hatte und da auch sehr, sehr heftig gestritten wurde. Immer auf sachliche Art und Weise. Die Mandanten sind ja auch sehr sachlich da aufgestellt, aber in der Sache schon sehr hart gekämpft wurde. Und da war es mir schon, also ich war jetzt nicht erstaunt, dass das Finanzamt da noch ein bisschen nachhakt. So nach dem Motto, jetzt gehen die nach Irland und sind nach einem Jahr alle Steuerschulden los. Das wollen wir irgendwie nicht. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Also das kann ein Beamter, darf nicht sein, was nicht sein kann. Ja, genau. Ja. Also das ist ja natürlich für so einen deutschen Beamten dann auch schwer nachzuvollziehen, dass ich einfach mich dem deutschen Staat entziehe, ja, flüchte ins Ausland, ja, wie lange hieß es noch, Reichsfluchtsteuer damals, ja. Naja, nein, also polemisch, aber das ist ja so ein Rechtsgedanke, Reichsfluchtsteuer. Ja, und genau das sind ja diese Gedanken, die dem Rechtssystem immer noch so ein bisschen immanent sind, weil man sagt, das ist untypisch, ja, weil natürlich hatten wir früher nicht die Möglichkeiten und deswegen gibt's da natürlich, sage ich mal, immer so im Amerikanischen würde man sagen so Trailblazer, also Leute, die den Weg frei machen, Pioniere, ja, die einfach vorgehen und sagen, wir räumen jetzt mal den Weg frei, wir gehen andere Wege, ja, ich muss das nicht machen, ich muss mich der deutschen Jurisdiktion nicht aussetzen im Insolvenzrecht, wenn mir das nicht genehm ist. Ja gut, wenn ich es ordentlich mache, dann darf ich mir das aussuchen. Ich kann natürlich auch nach Spanien gehen und mich dort an den Strand legen. Und da mag der Finanzbeamte sagen, wie kann das sein, dass dieser böse Steuersünder, ja, der dem Finanzamt noch so viel Geld schuldet, der jetzt in Spanien... Pina Colada am Strand, ja, und Insolvenz. In Marbella, ja. Ja, aber nochmal, das ist eben die Europäische Union. Und genau. Und das hat das Finanzamt ja auch ganz klar herausgestellt, dass solange die Insolvenzordnungen in den europäischen Ländern einem Wertekanon entsprechen und nicht irgendwie fundamental abweichen vom deutschen Recht, ja, und das muss es ja sein, solange kannst du dich frei bewegen und kannst halt Rechtsform oder das Recht wählen, das dir genehm ist. Es muss halt nur dem europäischen Gedanken und der europäischen Insolvenzordnung entsprechen. Richtig. Das Finanzgericht Düsseldorf hat einmal den Hammer geschwungen und hat für Rechtssicherheit gesorgt, wobei die gab es ja vorher schon. Allerdings, das wussten nicht alle, das Finanzamt Mönchengladbach hat mal eine hinter die Ohren gebraucht, die hat sie auch bekommen. Ich hatte heute gesprochen mit André Thalmann. Vielen Dank, dass du heute da warst. Phänomenal. Und ein grandioses Urteil. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir in der Sache zusammenzuarbeiten. Es war ein Träumchen. Mir auch. Kann man nur so sagen. Es war ein Lehrstück. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. War schön wie immer. War ein guter Austausch. Juristisch spannend. Ja, es ist auch nicht häufig, dass man sich über so grundsätzliche Fragen mal mit Kollegen austauschen kann. Ja, da hat das Finanzamt in Mönchengladbach doch was Gutes getan. Ja. Hat für Klarheit gesorgt und nicht so, wie sie es wollten. Nicht so, wie sie es wollten. Nicht so, wie sie Nein, das wollten sie nicht. Wenn Sie über eine europäische Insolvenz nachdenken, dann beraten wir Sie gerne. Ich und mein Team und die Partner stehen Ihnen selbstverständlich dafür zur Verfügung. Was am Ende dabei rauskommt, das zeigt uns hier das Finanzamt Düsseldorf. Nicht das Finanzamt, das Finanzgericht Düsseldorf sagt das. Und das heißt, die Restschuldbefreiung ist anzuerkennen. Wir beraten Sie diesbezüglich, wie Sie das Ganze machen können in Spanien, in Lettland und in Irland. Einfach Kontaktformular ausfüllen oder anrufen. Es gibt ein kostenfreies Erstgespräch. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Nochmal vielen Dank an euch beide, dass ihr da gewesen seid. Dankeschön. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.